Herzlich willkommen zum nächsten Pack Opening. Heute werden die All-Pro Pack Bundles aufgemacht und gerade eben sind die neuen Football Outsiders der Woche 17 in die Packs gekommen. Wir machen zwei Bundles auf und hoffen, dass richtig, richtig, richtig gute Spieler heute drin sind und vor allem auch Football Outsider, die gerade neu in die Packs reingekommen sind. So, dann kaufen wir erstmal die Bundles. So, und jetzt geht's los. Und es gibt noch einen Bundletopper oben dabei. Der hat ein Roadside Collectible, die jetzt mittlerweile richtig viel wert sind teilweise. Bis zu 100.000 Coins. Aber die machen wir dann zum Schluss auf. So, jetzt fangen wir an mit den 12 All-Pro Packs. Nummer 1. Goldspieler. So, kein Elite dabei und auch noch kein Football Outsider. So, nächstes All-Pro Pack. Schauen wir mal, was heute dabei ist. Chandler Jones haben wir gezogen. Jay Cutler. So, weiter mit dem nächsten Pack. Wann kommt der erste Elite? In diesem Pack war leider auch kein Elite-Spieler drin. Wann kommt der Football-Outsider? Immer noch keine Elite dabei. So. Das nächste. So, viele, viele Goldspieler. Da muss ich immer noch mal schauen, was die wert sind. Verschiedene, vor allem Cornerbacks, sind immer relativ viel wert. Die kriegt man noch gut verkauft. So, machen wir das nächste Pack auf. So, Nate Solder und Stevie Johnson als Wide Receiver. Und in den Packs ist auch immer ein silbernes Badge dabei, die man dann zusammenfügen kann in ein goldenes und das wiederum in eine Elite und das kriegt man dann immer richtig gut verkauft. So, starten. Immer noch kein Elite-Spieler dabei. Patriots-Trikot haben wir gezogen. So. Wo bleibt der erste? Und ein Football-Outsider, Devante Parker. Mal schauen, ob der von dieser Woche ist. Week 17. Da müssen wir gleich mal gucken, was der wert ist. Und da wird man bestimmt noch was für bekommen. So. Und das nächste Pack. Und ein Team of the Week Spieler, Steven Tuitt als LE. Von welcher Woche ist dieser Spieler? Auch von Woche 17. Also zwei Team, ein Team of the Week und ein Football Outsider bis jetzt. Ein Goldmatch war sogar drin dieses Mal. Derek Carr. So, der nächste. Wo bleibt unser Elite-Spieler? Immer noch kein Elite-Spieler dabei. So, jetzt haben wir noch ein All-Pro-Pack. Wieder ein Gold-Badge dabei. So, kein Elite-Spieler heute in diesen Packs. Ein Football-Outsider. So, und jetzt kommen die Bundletopper. Da schauen wir mal, welche Mannschaften das Roadside Collectible sein wird. Einmal von den Cincinnati Bengals. Das muss ich immer noch schauen, was die wert sind. Und eins von den Steelers. Sehr gut. Das wird wahrscheinlich noch mehr wert sein als das von den Bengals.
Aber da schauen wir später mal nach, was wir jetzt aus diesem Pack Opening machen können. Jetzt kam euch noch ein All Pro Pack auf, das ich noch machen kann. Und dann hoffen wir mal, dass da endlich unser Elite-Spieler drin ist. Oh, und der neue Chef das da. Genau den wollte ich ziehen. Weil die sind momentan noch relativ teuer und es ist ein überragender Cornerback. Und jetzt habe ich schon mal einen für die 87er Karte. Das ist schon mal sehr gut. So, das war das Pack Opening für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren leider keine Elite-Spieler drin oder der Football Outsider der Woche, der Hero. Aber wir werden es weiter probieren und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Ciao.